Zwar ist jeder Mensch individuell, allerdings gibt es einige Eigenschaften, die jeder hat. Schmerzen und Angst gehören ebenso dazu wie fünf Finger an jeder Hand und die volle Kontrolle über sämtliche Gliedmaßen. Seltene Krankheiten sorgen jedoch dafür, dass manche Menschen besonders sind. Macht euch bereit, denn heute stellen wir euch 8 seltene Krankheiten vor, die Menschen Superkräfte verliehen haben. Angeborene Schmerzunempfindlichkeit. Theoretisch klingt es wie ein Traum. Es gibt genetische Mutationen, die dafür sorgen, dass ein Mensch von Geburt an keine Schmerzen verspürt. Ein Griff auf die heiße Herdplatte, ein Schnitt mit dem Brotmesser, ein Schlag mit dem Hammer beim Einschlagen eines Nagels, all diese Ereignisse lösen bei einem gesunden Menschen einen starken Schmerz aus. Wer jedoch an einer angeborenen Schmerzunempfindlichkeit leidet, der spürt dabei rein gar nichts. Doch so reizvoll es auch sein mag, nie Schmerzen zu empfinden, so gefährlich ist es auch. Denn die Betroffenen verletzen sich häufig, ohne es überhaupt zu bemerken. Vor allem Kinder sind beim Spielen ständig der Gefahr ausgesetzt, sich eine blutende Wunde oder einen Knochenbruch zuzuziehen. Ausgelöst werden kann die angeborene Schmerzunempfindlichkeit durch eine Mutation am SCN9A oder am SCN11A-Gen, die beide für die Kodierung eines bestimmten Natriumkanals zuständig sind. Dieser ist dafür verantwortlich, Schmerzreize vom Körper ans Gehirn weiterzuleiten. Es gibt aber auch Erkrankungen des Nervensystems, die die Schmerzunempfindlichkeit auslösen können. Ebenso gehört sie zu den Symptomen von Lepra. Das Muskelgehen. Im Jahr 2004 sorgte ein Beitrag im New England Journal of Medicine für Aufsehen, das der Kinderneurologe Markus Schülke verfasst hatte. Der Mediziner hatte an der Berliner Charité einen 4 Jahre alten Jungen untersucht, der schon bei seiner Geburt ausgeprägte Muskeln an Arm und Beinen hatte. Im Vergleich zu anderen Vierjährigen hatte er die doppelte Muskelmasse. Zudem war der Fettanteil in seinem Körper sehr viel geringer. Er war in der Lage, ein 3 Kilogramm schweres Gewicht mit vor sich ausgestrecktem Arm zu halten. Verantwortlich für die ungewöhnlich entwickelten Muskeln des Jungen war ein verändertes Gen, das die Herstellung des Proteins Myostatin steuert. Bei seiner Mutter, einer Sprinterin, war das Gen ebenfalls mutiert. Allerdings stellten US-amerikanische Forscher fest, dass ihr Sohn 2 Kopien des Gens in sich trug. Myostatin sorgt dafür, dass die Entwicklung von Muskeln gehemmt wird. Bei dem 4-Jährigen blockierte der Gendefekt die Produktion des Proteins komplett. Interessant ist der Betroffene für die Wissenschaft, weil er möglicherweise der Schlüssel zur Bekämpfung von Muskelschwund ist. Sollte es auf diesem Gebiet zu einem Durchbruch kommen, wird jedoch befürchtet, dass das Fehlen von Myostatin auch zur Leistungssteigerung bei Sportlern missbraucht werden könnte. Das Münchmeyer-Syndrom. Bei einer Verletzung bildet ein gesunder Körper an der betroffenen Stelle Narbengewebe. Bei einer Krankheit namens Münchmeyer-Syndrom ist diese Funktion allerdings gestört. Stattdessen entwickelt sich an der verletzten Stelle Knochengewebe. Das sorgt dafür, dass der Körper der betroffenen Person mit der Zeit immer weiter versteift. Das Münchmeyer-Syndrom, wie die Krankheit auch genannt wird, wird durch einen Defekt am ACVR1-Gen ausgelöst. Dieses sorgt normalerweise dafür, dass sich im Wachstum oder nach einem Bruch neues Knochengewebe bildet. Ein Baby mit Münchmeyer-Syndrom ist bereits bei der Geburt daran zu erkennen, dass seine großen Zehen verkürzt und verdreht sind. Kommt es zu einer Verletzung, dann bläht sich der betroffene Bereich auf und wird heiß. Erst nach Tagen geht die Schwellung zurück und der Bereich sieht von außen normal aus. Allerdings ist auf Röntgenaufnahmen erkennbar, dass das Gewebe verknöchert ist. Im Laufe der Zeit führt die Krankheit zu steifen Gelenken sowie Problemen beim Bewegen. Auch die Funktionen von Organen wie der Lunge können durch den verringerten Spielraum eingeschränkt werden. Das Münchmeyer-Syndrom tritt sehr selten auf. Bekannt sind bislang lediglich rund 600 Fälle weltweit. Eine Behandlung ist derzeit nicht möglich. Vor allem ein Entfernen von verknöcherten Körperregionen ist kontraproduktiv, da an den operierten Stellen erneut Knochengewebe gebildet wird. Inselbegabung. Im Jahr 1989 erhielt Dustin Hoffmann einen Oscar, weil er im Film Rain Man äußerst überzeugend den Autisten Raymond Babbitt spielte. Dieser ist von einer sogenannten Inselbegabung betroffen, die auch als Savant-Syndrom bekannt ist. Bei Babbitt zeigt sich diese durch außergewöhnliche Fähigkeiten im Rechnen. Darüber hinaus ist er jedoch nicht in der Lage, eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Zudem kommt er nicht damit klar, wenn sich sein gewohnter Tagesrhythmus auch nur ein bisschen verändert. Es ist nicht möglich, Inselbegabte generell zu beschreiben. Bekannt ist unter anderem, dass viele von ihnen Autisten sind und viele eine Unterentwicklung im Sprachbereich haben. Die Inselbegabung kann sich beispielsweise so zeigen, dass der Betroffene besonders schnell eine Fremdsprache lernen kann oder ein sehr gutes Gedächtnis hat.
Inspiriert ist die Figur des Raymond Babbitt aus Rain Man übrigens vom US-Amerikaner Kim Peek, der von 1951 bis 2009 gelebt hat. Als Kind lernte Peek viel langsamer laufen und sprechen als seine Altersgenossen, konnte aber bereits mit 16 Monaten lesen. Mit 4 Jahren konnte er ganze Lexika auswendig aufsagen. Weil seine rechte und seine linke Gehirnhälfte kaum miteinander verbunden waren, konnte er 2 Seiten gleichzeitig lesen. Eine mit dem rechten und eine mit dem linken Auge. Um ein Buch zu lesen, benötigte er nur rund 1,5 Stunden und vergaß den Inhalt nie. Im Laufe seines Lebens las Peek angeblich etwa 12.000 Bücher. Alienhand-Syndrom. Es klingt wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Man möchte eine Hand bewegen, ist aber nicht dazu in der Lage. Stattdessen versucht die fremde Hand, ihren Besitzer zu erwürgen. Auch wenn das Szenario einem Drehbuch zu entstammen scheint, ist es doch real. Die sehr selten auftretende Störung, die einen solchen Zustand auslöst, wird Alienhand-Syndrom genannt. Allerdings ist das versuchte Erwürgen nur ein extremer Fall. Wahrscheinlicher ist, dass sich die Hand für ihren Besitzer so anfühlt, als gehört sie nicht zu seinem Körper. Zudem können Gegenstände, die in die Hand gelegt werden, nicht identifiziert werden. Zuweilen arbeitet die fremde Hand auch gegen die andere, indem sie beispielsweise das Essen wegschlägt, was diese hält. Das Alienhand-Syndrom wird vor allem dann ausgelöst, wenn bei einem Menschen das Corpus callosum durchtrennt wird, das beide Gehirnhälften miteinander verbindet. Dies geschieht heutzutage jedoch nur noch in extremen Fällen von Epilepsie. Zum Alienhand-Syndrom kann es jedoch auch als Folge einer Infektion oder eines Schlaganfalls kommen, wenn dabei der Frontallappen beschädigt wurde. Es gibt keine verlässliche Behandlungsmethode für das Alienhand-Syndrom. Es ist zwar möglich, die fremde Hand zu fixieren, indem man sie zum Beispiel auf den Rücken bindet, allerdings bekämpft dies nicht die Ursachen. Die Symptome lassen sich in manchen Fällen dadurch lindern, dass man die fremde Hand beschäftigt. Das kann etwa durch das Kneten mit einem Antistressball passieren. Meistens verschwindet das Alienhand-Syndrom nach einiger Zeit von selbst. Das Urbach-Wiethe-Syndrom. Angst ist kein angenehmer Zustand. Allerdings ist sie für uns Menschen durchaus nützlich, weil sie uns vor Gefahren warnt. Sehen wir zum Beispiel einen Abgrund vor uns, dann hindert uns unsere Angst daran, allzu nah heranzutreten. Es gibt allerdings eine Erkrankung, die verhindert, dass manche Menschen Angst empfinden können. Sie heißt Urbach-Wiethe-Syndrom und kommt sehr selten vor. Weniger als 300 Fälle wurden in der medizinischen Literatur bislang dokumentiert. Das Syndrom wird in vielen Fällen durch Ausfallerscheinungen in der Amygdala ausgelöst. Dieser Bereich des Gehirns ist vor allem dafür zuständig, Gefahrensituationen einzuschätzen und den Körper auf eine Reaktion einzustellen. Das Urbach-Wiethe-Syndrom kann aber auch durch eine Veränderung vom Chromosom 1 verursacht werden. Dann ist es erblich und wird an das Kind zweier Träger des Symptoms weitergegeben. Neben der fehlenden Angst sorgt das Urbach-Wiethe-Syndrom oft auch für die Unfähigkeit, Gesichtsausdrücke zu lesen und die damit verbundenen Emotionen einzuschätzen. Ebenso wie bei schmerzunempfindlichen Menschen kann die fehlende Angst zu einer Bedrohung werden. Begegnet eine vom Urbach-Wiethe-Syndrom betroffene Person etwa einer giftigen Schlange, dann zeigt sie lediglich Neugier und erkennt nicht, dass sie sich in Lebensgefahr befindet. Polydaktylie und zu viele Gliedmaßen. Die allermeisten Menschen haben bei ihrer Geburt 5 Finger an jeder Hand und 5 Zehen an jedem Fuß. Manchmal kommt es allerdings vor, dass ein Neugeborenes mehr als 10 Finger oder Zehen hat. Bei dieser Fehlbildung handelt es sich um die sogenannte Polydaktylie. Sie sorgt dafür, dass eine oder beide Hände oder Füße 6 Finger bzw. Zehen aufweisen. Häufig tritt die Polydaktylie auf beiden Seiten auf. In den meisten Fällen liegt eine Verdopplung des Daumens bzw. des großen Zehs vor. Damit einhergeht eine Verbreiterung der betroffenen Hände und Füße. Zwar wird häufig eine Amputation vorgenommen, um die überzähligen Finger und Zehen zu entfernen, allerdings können insbesondere die breiteren Füße trotzdem für Probleme mit dem Gleichgewicht und dem Laufen sorgen. Der extremste Fall von Polydaktylie ist bei einem Jungen aus China dokumentiert, der mit 15 Fingern und 16 Zehen auf die Welt kam. Anfang des 20. Jahrhunderts sorgte der Jahrmarktdarsteller Frank Lentini in den USA für Aufsehen. Dieser hatte 3 Beine, die unterschiedlich lang waren. Außerdem einen 4. Fuß an einem der Beine und 2 männliche Geschlechtsorgane. Die Ursache für diese Fehlbildung war ein siamesischer Zwilling, der nicht vollständig ausgebildet war. Lentini, der 1889 in Italien zur Welt kam, gehörte bereits im Alter von 8 Jahren einer Zirkustruppe an und bereiste mit dieser zahlreiche Städte weltweit. Berühmt wurde er als Three-Legged Football Player, wobei er einen Ball mit seinem dritten Bein schoss. Eine Operation von Lentini schlossen Ärzte aus.
da diese zu einer Lähmung oder gar zu einem Tod geführt hätte. Lentini war verheiratet, hatte 4 Kinder und starb 1966 an Lungenversagen. Immunität gegen AIDS. AIDS ist zwar längst nicht mehr die tödliche Krankheit, die sie noch vor einigen Jahren war, schließlich ist es inzwischen möglich, sie mit Medikamenten unter Kontrolle zu halten, dennoch stellt AIDS noch immer eine Lebensgefahr dar. Es gibt allerdings Menschen, die sich darüber keine Gedanken machen müssen. Sie sind nämlich von Natur aus resistent gegen das HIV-Virus, das AIDS auslöst. Diese Menschen haben gleich 2 CCR5-Gene, bei denen jedoch eine Sequenz fehlt. Die Rezeptoren dieses Gens werden vom HIV-Virus befallen, sobald dieser in den Körper eingedrungen ist. Wegen der fehlenden Sequenz ist es dem Virus jedoch nicht möglich, sich mit dem Gen zu verbinden. Bei rund 1% der Menschheit ist das CCR5-Gen mutiert, was sie immun gegen das HIV-Virus macht. Auch eine andere Veränderung des CCR5-Gens kann dafür sorgen, dass sein Besitzer nicht an AIDS erkranken kann. Sie sorgt dafür, dass das Gen nicht vom HIV-Virus erkannt und deshalb auch nicht angefallen wird. Beide Immunitäten dienen Forschern als Grundlage für ihre Untersuchungen, inwieweit AIDS geheilt oder ein Impfstoff entwickelt werden kann. Auch wenn manche Krankheit auf unserer Liste schon ziemlich cool ist, leiden die Betroffenen mehr oder weniger stark darunter. Sei es, weil sie in ihrem Alltag eingeschränkt sind oder weil sie von ihrer Umwelt als unnormal angesehen werden. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von den Krankheiten haltet. Könntet ihr euch vorstellen, mit einer davon zu leben? Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.